Der Mount Everest. 8.848 Meter. Bei dem Versuch, den Gipfel zu erreichen, ließen schon mehr als 300 Bergsteiger ihr Leben. Jetzt will er es versuchen. Jost Kobusch, Solo-Kletterer. Das Ding ist ein Kartenhaus. Alles kann jederzeit zusammenfallen. Der 27-Jährige plant den ganz großen Coup. Den Mount Everest rauf, allein, im Winter, ohne künstlichen Sauerstoff. Und es stürmt und mir geht schlecht. September 2019 in der Nähe von Bielefeld. Hier treffen wir Jost Kobusch. Schon morgen geht es für den 27-Jährigen los in den Himalaya. Ganz wichtig, der Daunenanzug. Ich denke mal schon, dass es im Extremfall so auf die minus 60 gefühlte Temperatur geht. Und das wird der Anzug aber auch aushalten. Also bei dem minus 46, in dem ich den getestet habe, da war noch Luft nach oben. Die bestmögliche Ausrüstung ist inzwischen zusammengestellt. Mehr als 60.000 Dollar kostet die Expedition, ermöglicht vor allem durch Sponsoren. Fast ein halbes Jahr wird Jost unterwegs sein. In den gefährlichsten Situationen komplett auf sich allein gestellt. Also ich habe diesen Tracker dabei. Ich werde quasi hier drauf drücken und dann sendet der einmal die Stunde meine GPS-Koordinaten über Satellit. Und falls es einen Notfall geben sollte, drücke ich hier auf den SOS-Knopf. Und dann gehen meine GPS-Koordinaten direkt raus. Seine Eltern und 5 Schwestern beruhigt das nur teilweise. Sie müssen darauf vertrauen, dass Jost nicht leichtsinnig wird. Er bringt sich ja schon in Gefahr. Das weiß er schon. Auch wenn er das minimieren will, auch wenn er das mit dem Kopf angeht und sich sagt, ich will alles verhindern, was dazu führt, dass ich scheitern werde. Wir schieben die Angst ganz weit nach hinten. Wir wissen, die Angst ist da. Wir können aber nichts verändern. Jost kann die Bedenken seiner Familie nachvollziehen, aber wenn ich jetzt nur an Sorgen denke und an das denke, was andere denken, was andere auch zu dem Projekt sagen, dann kann das Ganze ja nicht funktionieren. Kritische Situationen gab es in den letzten Jahren schon häufiger. Besonders schlimm war es im April 2015. Da war Jost in einem Basislager nahe des Mount Everest auf 5.400 Meter Höhe. Der damals 22-Jährige filmt mit seinem Handy, als es zu einem schweren Erdbeben kommt. Fuck! The whole ground is shaking. Do you hear that? Oberhalb des Camps bricht eine gigantische Menge Eis, Schnee und Geröll ab und wird zu einer riesigen Lawine. Come under my jacket. Come under my jacket. Are you okay? Yeah. You all right? Yeah. Yeah. Zahlreiche Menschen verlieren im Camp ihr Leben. Insgesamt gibt es an diesem Tag mehr als 9.000 Todesopfer in Nepal. Jost! Zurück in Deutschland wird Jost überschwänglich empfangen. Seine damals 11-jährigen Zwillingsschwestern hatten große Angst um ihn. Habt ihr mich vermisst? Ja. 5 Jahre sind seitdem vergangen. Die Nahtoderfahrung hat Jost verändert. Da habe ich mir nachher geschworen, okay, alles, was du jetzt erlebst, ist ein Bonus. Und ich möchte genau so leben, dass ich nichts bereue und einfach genau das tun, auf das ich Lust habe. Dass Jost weiter gefährliche Abenteuer sucht, müssen auch seine Schwestern akzeptieren. Also ich finde es schon gut, wenn er sich öfters mal meldet. Dann bin ich ein bisschen ruhiger. Ja, also ich fände es natürlich auch schön, wenn er mehr zu Hause wäre. Aber was bringt es uns, wenn er bei uns zu Hause ist, aber unglücklich, weil er nicht das machen kann, was er liebt? Ein letztes Mal geht es in den Speicher 1, wo vor 15 Jahren alles begann. Auf seine Expedition hat Jost sich mit täglichem Ausdauer- und Klettertraining vorbereitet, akribisch und diszipliniert. Was der 27-Jährige plant, halten die meisten für absolut wahnsinnig. Ich liebe es, wenn ich Dinge tue, von denen ich nicht sicher bin, ob sie möglich sind. So etwas beinhaltet natürlich auch immer Risiken. Eben weil man nicht weiß, was passieren könnte. Und wenn du diese Risiken nicht akzeptieren kannst, dann musst du zu Hause bleiben.
Am 22. September geht es von Frankfurt nach Kathmandu, die Hauptstadt Nepals. Auch bei dem 6. Besuch in diesem Land muss Jost sich erst einmal akklimatisieren. Dafür nimmt er sich 3 Monate Zeit. Er kauft Medikamente für den Ernstfall und lässt sich noch ein letztes Mal frisch machen. In der Tourismuszentrale bekommt der Deutsche die im Winter 2.500 Dollar teure Aufstiegsgenehmigung für den Everest. In der Hauptsaison kostet sie etwa 11.000 Dollar. Das ist der erste Permit, der diesen Winter ausgegeben wurde. Jetzt kann's losgehen. Noch ist der 27-Jährige nicht allein unterwegs. Daniel, da hinten hinter der Kamera, wird dabei sein. Dream Team. Der 8. Dezember, kurz vor Mitternacht. Jetzt nicht den Überblick verlieren. In 4 Stunden geht's schon weiter. Mit dieser kleinen Maschine bricht der 27-Jährige von Kathmandu auf ins östliche Nepal, nach Lukla. Beeindruckend. Die hiesige Landebahn gilt allerdings als eine der gefährlichsten der Welt. Alles verläuft pünktlich und reibungslos. Jost wird nur das Nötigste selbst tragen. Der Transport des Hauptgepäcks ist bereits anderweitig organisiert. Die Ausrüstung, die da hinten ist, reicht für 3 Monate, 4 Personen, Verpflegung und alles. Und wird gleich auf ungefähr 21 Tragetiere verteilt, die das Ganze innerhalb weniger Tage ins Everest Base Camp hochbringen. Auch Jost hat bis zum Basislager des Mount Everest einige Tage Fußmarsch vor sich. Eisige Temperaturen, Berge und Dörfer, Tag und Nacht. Das alles mit einer dicken Erkältung. Ich bin gerade ein bisschen K.O. Ich habe irgendwie Schmerzen hier in der Nasennebenhöhle. Ich habe Druck auf den Kopf. Solch eine Landschaft lässt die Schmerzen erträglich werden. Am 17. Dezember nimmt Jost als Vorbereitung für den Mount Everest den Island Peak in Angriff. Es ist bereits der 4. 6000er auf dieser Reise. Berauschend. Ich liebe das. Ein wunderschöner Tag. Am 19. Dezember erreichen sie das Basiscamp des Mount Everest in 5.364 Meter Höhe. Jost wird schon erwartet. Namaste, how are you? Good, Kostetsa. Pizza, how are you, Kostetsa? Das Basislager ist sehr spartanisch eingerichtet. Ein Zelt zum Schlafen, eins für die Gemeinschaft zum Wohnen. Und? Das, Ladies and Gentlemen, ist Luxus, den ich mir so ungefähr alle 10 Tage gönne, in Form von einer Dusche. Es gibt kein Kaltwasser oder Warmwasser. Es gibt nur einen Hahn. Ein paar Tage später, Weihnachten. Die 2 Köche bereiten eine besondere Mahlzeit vor, extra vegan. Aber Jost geht es gar nicht gut. Ich habe Magenschmerzen, Dünnschiss. Mir geht's gerade richtig schlecht. Also ich fühle mich mega K.O. Da hilft jetzt nur Ruhe und Abwarten. Wieder bei Kräften zieht Jost immer aufs Neue los, um zu prüfen, ob seine ursprünglich geplante Route umsetzbar ist. Vom Basislager bis zum Gipfel wären es fast 3.500 Höhenmeter, aber um die 10 Kilometer Strecke bei extremer Steigung. Das Terrain ist auch für den erfahrenen Bergsteiger unglaublich anspruchsvoll. Diese Neugierde zu befriedigen, was da hinter den nächsten Fels lauert, wie die Route weitergehen könnte, ob das funktioniert. Ich bin ein Kind auf einem Riesenspielplatz hier und es ist geil. Das Wetter ist ein Traum, die Aussicht ist ein Traum, mein Leben ist ein Traum. Der Solo-Kletterer bewegt sich aber auf einem schmalen Grat. Scheiße. Ich spüre meine Finger nicht. Ich bin halb in der Wand eingefroren. Ich sag dir, härteste Bedingungen. Jost richtet auf verschiedenen Höhen Camps ein.
Zelte auf dem Weg zum Gipfel, zu denen er immer wieder zurückkehren kann. Bei Sturm und minus 40 Grad versucht er, Energie zu tanken. So manchen anvisierten Schlafplatz erreicht er aber gar nicht erst, denn die Strecke ist steil, die Luft brutal kalt und trocken. Mein Körper zittert gerade so. Wahrscheinlich der Elektrolytemangel vom Durchfall. Am 10. Januar kommt Jost bei extrem hartem Eis kaum voran. Und jetzt halt übernachten in einer Gletscherspalte. Besser als irgendeinen Fehler bei Erschöpfung machen und... Als Extrembergsteiger muss man flexibel sein und alle Bedingungen akzeptieren. Auch dieser Tag geht zu Ende. Ende Januar der nächste Tiefschlag. Jost hat sich den Fuß verknackst, vielleicht eine Bänderdehnung. Um ehrlich zu sein, ich kann nichts ändern. Ne? Wenn ich mich jetzt aufrege, wird mein Fuß auch nicht besser. Kameramann Daniel hat das Camp inzwischen verlassen. Der angeschlagene Jost ist auf sich allein gestellt. Trotz Schmerzen wagt er Mitte Februar den finalen Versuch, filmt sich selbst. Auf dem Weg nach oben kämpft der Solokletterer gegen extreme Bedingungen an. Außerdem macht ihm sein Fuß immer mehr zu schaffen. Der 27-Jährige ist am Rande der Erschöpfung. Gestern Nacht noch 2 Stunden lang Plattform für das Zelt hier in den Hang geschlagen. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich habe meine Sauerstoffsättigung ziemlich in den Keller gebracht und habe mich sehr stark verausgabt. Das Risiko ist langsam nicht mehr kalkulierbar. Es geht ums pure Überleben. Jost muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Mir geht's auch nicht gut. Am 24. Februar ist auf 7374 Meter Endstation. Wunderschön, sehr viel gelernt. Aber meine Sicherheitsreserven sind halt auch aufgebraucht. Und mit aufgebrauchten Sicherheitsreserven da hochzugehen, das ist es mir nicht wert. Der Weg war das Ziel, der Gipfel nur ein Bonus. Und hierher wird Jost auf jeden Fall zurückkehren.